Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. Beim letzten Mal hatten sie ja Shani angesprochen hier. Da läuft sie nochmal. Und meinte, wir sollten den Jungen dann lieber zu ihr bringen, statt zu Triss. Meister Hexer! Was gibt's, Junge? Die Bank wurde überfallen. Meister Welerath sagte, wir sollten einen Hexer holen. Was geht da vor? Folgt mir, Meister Geralt. Na toll. Vivaldis Bank wird angegriffen. Das ist ja nicht so schön. Ihr bringt nur Ärger. Na dann komm, Kind. Lauf. Lauf, wie du nie gelaufen bist, Forrest. Sind das irgendwelche Salamandra oder... Wie sieht das aus? Ach, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder zum Dings zurück. Die Bank ist ja im Händlerviertel. Toll, hätte ich jetzt gar nicht rüberlaufen müssen. Mensch. Ich hätte auch rein theoretisch einfach warten können. Das bisschen Geld da drin. Vielleicht hätten wir uns ja auch mit dem Typ einigen können. Oder mit der Bande, die es überfallen hat. Also dann halt erstmal wieder zurück ins Händlerviertel. Dann machen wir das mit dem Kind später. Junu? Hint? Hint? Wie Hint? Salbe aus den Handflächen der Dryaden macht die Haut geschmeidig. Dann ändere ich halt mal gerade das... Ja... okay. Ein Bank-Überfall. Wirklich? Aber die Waldhüterin. Nehmen wir das mal mittlerweile als aktive Quest. Rennen hier noch schnell bei den Leuten vorbei. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Wo die Framerate halt so ein bisschen einbricht, aber so im Großen und Ganzen geht's halt schon. Ganzen Marktleute. Perfekt. Ritter sollten gegen Ungeheuer kämpfen. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, ob das wirklich an dem Schwert liegt, was wir uns stibitzt haben. Dass die auf einmal alle so aufmerksam auf uns geworden sind. So. Rathaus möchte ich nicht, möchte eigentlich ganz gerne zur Bank. Greifen Sie das Rathaus an. Ich bin müde. Schwindet her. Wir brauchen Hilfe, die Bank wird überfallen. Seltsam. Ich hätte nicht gedacht, dass sich Siegfried so eine Gelegenheit entgehen lässt. Wir brauchen Hilfe! Bewaffnete Räuber haben die Bank besetzt. Sie haben Geiseln genommen. Ich helfe euch, aber ich arbeite allein. Von einem Frontalangriff würde ich abraten. Welerath, die Zeit drängt. Vielleicht könnt ihr über den Verbindungsgang zum Lagerhaus eindringen. Lagerhaus? Eine Fußgängerbrücke verbindet es mit dem Rathaus. Sie wird nicht benutzt, aber ich habe einen Schlüssel. Nicht benutzt? Die Frauen, die im Rathaus arbeiten, sprechen von Gespenstern. Gebt mir den Schlüssel. Na toll. Mit den Gespenstern ist jetzt allerdings ungünstig, weil wir den Trank noch nicht fertig haben. Der Mickrige sollte es nicht wert. Ich speichere mal gerade ab und dann schauen wir einfach mal nach. Können wir eigentlich... Wir brauchen... Ja. Den Schlüssel haben wir dann wohl gekriegt. Dann gehen wir mal wahrscheinlich hier irgendwie... Genau, durchs Lagerhaus. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas zum Mitnehmen? Oh, hallo. Ein Flatterer. Ah ja, falsche Waffen, Mensch. Ja,
Na komm, lass dich blatthauen. Du darfst natürlich auch noch einmal, verdammt, dran glauben. So, jetzt dürfen wir dir auch noch... Stimmt, ich habe ja das Buch ja nicht gekauft. Oh, super, jetzt haben wir das mit dem... Dann können wir direkt zwei Sachen abgeben, das ist gut. Wenn es denn irgendwann mal freigeschaltet wird. Ach, du auch? Na gut, dann komm. Wir wollen ja hier... Au. Na komm, dann machen wir es mal so. Zack. Ich soll ja wieder mehr Fähigkeiten einsetzen. Wurde mir in die Kommentare geschrieben. Und langsam macht sich das auch bemerkbar. Also die... Der Schwierigkeitsgrad zieht halt schon an. So, der wäre weg. Zwei bitte. Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich die Rüstung gekauft habe. Ich glaube, ohne würden wir jetzt nicht so gut dastehen. Und weg. Würdet ihr vielleicht mal aufhören, die ganze Zeit hier zu spawnen? Bringt euch doch eh nichts, wie ihr hier seht. So. Plündern. Zack. Und. Zack. Und. Zack. War es das schon? Habe ich ja, glaube ich, drei oder vier zerlegt. Ja, scheint so. Da haben wir noch einen. Ah, hier haben wir endlich mal... Na gut, da ist halt nur Essen drin. Und Feuerstein. Auch das brauche ich nicht. Okay, wir sind angekommen. Speichern gerade mal. Wie sieht's aus? Unten sind Skoyatel. Mein Rücken. Hm? Das ewige Feuer wird uns beschützen. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Wir müssen etwas tun. Okidoki. Das bedeutet... Oh, mein Rücken. Ich bereite mich mal gerade vor. Und wir hatten mal... Diamantstopp hatten wir, glaube ich, noch da. Dann werde ich die nämlich mal hier drauf anbringen. Das sind unruhige Zeiten. Nehmen die schon mal an mich, die Waffe. Ich kann so nicht arbeiten. Was für ein Gestank. Dann schauen wir mal. Aber wir können auch mit ihnen reden. Versuchen wir es mal diplomatisch. Hallo. Ich stehe mit einem Schwert und möchte mit euch reden. Können wir auch zur Bank schon? Jetzt können wir auch hier mal rein. Gut. Ah. Wollt ihr verhandeln, Deune? Ja, doch. Ja. Geht zu Yevon ins Gewölbe im Keller der Bank. Danke. Ihr macht das ja schon. Eliren. Kennt ihr die Geschichte von Eliren, Hexe? Ich bin als Unterhändler hier. Die Weiße Rose von Sheravit. Bei den Zwergen und Elfen als Elirena bekannt. Vor zwei Jahrhunderten führte sie die Elfenjugend in die Schlacht. Die Ältesten der Elfen waren dagegen, weil sie wussten, dass ein Sieg unmöglich war. Und dass sie sich von einer Niederlage vielleicht nicht erholen würden. Yevon, die Ritter bereiten sich auf den Angriff vor.
Eliren. Die weiße Rose weckte den Kampfgeist der Jugend. Sie griffen zu den Waffen und folgten ihr in die letzte verzweifelte Schlacht. Sie wurden abgeschlachtet. Gnadenlos. Yevin, die Bank ist umstellt. Sie starben mit ihrem Namen auf den Lippen. Wiederholten ihren Ruf, ihren Kampfschrei. Sie starben für Sheravet und für Eliren. Wie sie versprochen hatte. Mit Würde, heldenhaft, ehrenvoll. Wart ihr dabei? Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Welche Entscheidung? Man kann nicht ewig auf dem Zaun balancieren. Schon gar nicht, wenn dieser Zaun durch ein Schlachtfeld führt. Versucht ihr, mich zu rekrutieren? Nein. Mit eurem Gewissen taugt ihr nicht zum Revolutionär. So. Ich hatte einen Grund, warum ich euch von Eliren erzählte. Wir sind im Krieg, Geralt. In einem Krieg für das Überleben, für die Freiheit. Ihr müsst keiner von uns sein, um uns zu helfen. Viele dienen unserer Sache so gut sie können. Ihr könnt am besten Ungeheuer töten. Ich lasse mich nicht in einen Krieg zwischen den Skoyatel und dem Orden hineinziehen. Ich bin ein Hexer. Ich bleibe neutral. Ihr seid ein Narr, Hexer. Es ist zu spät für Neutralität. Steht jetzt zu mir oder seid für immer mein Feind. Erwartet nicht, dass ich mir einen Eichhörnchenschwanz umbinde und mich blindlings ins Kampfgetümmel stürze. Ich helfe euch auf Hexerart. Mehr erwarte ich nicht. Leider haben wir keine Zeit zum Feiern. Wir sitzen wegen dieser Ungeheuer hier fest. Was für Ungeheuer? Unsere Mission war, Dokumente zu holen, mit denen Vivaldi seine Bank zurückbekommt. Unser gutes Recht, findet ihr nicht? Wir sitzen jedoch in der Falle. Kikimoren versperren unseren Fluchtweg. Mal sehen, was sich machen lässt. Geht, weißer Wolf. Tja, da hätte ich jetzt quasi meinen Diamantenstaub verbraten. Gut, ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal neu laden sollte, aber... Da wir ja den Kikimoren mit dem... Silberschwert zu Leibe rücken müssen. Seid wachsam. Die Kikimoren sind überall. Ungewöhnlich. Kikimoren fern ihrer Nester? Da stimmt etwas nicht, Hexer. Ich mache den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Die Herren? Das sieht gut aus. Speichern erstmal. Die Ratte muss sterben. So, dann komm du mal her. Einmal. So, und dann geht es hier mal auf den Dicken. Sehr schön. Ja, die machen ja irgendwie verständlicherweise so gut wie keinen Schaden mit ihren normalen Waffen. Hättet ihr euch mal Silbersachen geholt? Problem gelöst. Das kleine Manöver war beeindruckend. Was für ein Tag. Hoffentlich war meine Hilfe nicht vergebens. Ich bringe die Dokumente zu Vivaldi. Vielleicht kann er die Bank zurückbekommen. Viel Glück, Yevin. Falls ihr mich braucht, fragt Vivaldi. Bitteschön. So, also wie gesagt, es ging mir halt... ja, ich habe mich quasi schon mehr oder weniger aus Prinzip gegen den Orden gewandt. Und... hatte überlegt, aber ich denke, ich werde den Pfad beibehalten, dass ich den Elfen helfe. Es hätten vielleicht ein paar mehr Elfen draufgehen können. Mir die
den Loot mir da so anschaue. Den Ort der Macht. Das ist natürlich schön. Dann haben wir jetzt... Zeichenintensität erhöht. Gut. Oh. Geld, Bier gerade nicht. Den Rest lassen wir mal. Wohl. Ah ne, hatten wir glaube ich noch nicht. Dachte gerade, wenn das ja eh schon hier ist. Aber dann können wir, wenn wir schon mal hier sind, uns umschauen. Und wir haben wieder Kloaken entdeckt. Das ist doch toll. Ist das da hinten? Ah, das ist Yevin. Dachte gerade, da wären hier wieder Ertrunkene oder so. Da sind Ertrunkene. Oder so. Na dann, die Herren. Einmal. Zweimal. Und gibt jetzt noch einen Erfahrungspunkt. Dann lohnt es sich ja echt nicht mehr, die abzuschlachten. Meine Güte. Vom Looten ganz zu schweigen. Aber ich würde mich, glaube ich, doch gerne mal hier unten nochmal umschauen. Einfach, um das mal abzuchecken. Hier. Vielleicht finden wir nochmal irgendwas Interessantes. Ja. Yevin stolziert einfach mal ganz gemütlich durch. Bisschen Umweg gelaufen. Schlüssel. Danke sehr. Noch Geld drin. Da kommen wir jetzt auch trotz Schlüssel nicht durch. Hier wäre es Kaufmannviertel. Hab Dank. Wir werden eure Hilfe nie vergessen. Gerne. Da hinten ist doch noch was. Da brennt zumindest ein Feuer. Aber ich weiß nicht, waren wir jetzt hier schon oder waren wir hier noch nicht? Sieht ja echt alles ziemlich gleich aus hier unten. Habe ich eigentlich... Weiß gar nicht, ob ich hier Dings habe, noch Fähigkeitspunkte auszugeben. Oh, Büschelkraut. Yay. Also ich glaube, wir waren hier noch nicht so, wie das aussieht. Oder doch, da waren wir auf jeden Fall schon. Alles klar. Okay, dann will ich mal gerade gucken, ob wir hier rauskommen. Dann müssen wir eigentlich hier wieder im Tempelbezirk sein. Ach nee, hier sind wir. Okay. Toll. Nehme ich das noch gerne an mich. Doch ein paar von den Elfen gestorben beim Kampf. Aber die waren ja auch, wie gesagt, nicht so gut ausgerüstet wie wir. Quietsch. Hier geht es auch noch relativ weit runter. Und wir finden halt natürlich noch Geld. Ein Alp. Ich glaube, den will ich erst in der nächsten Folge mal bekämpfen. Von daher jetzt verziehe ich mich mal kurz. Dann können wir nämlich noch einmal speichern.
An der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.